Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Thomas Klein, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin hier Experte für Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses unterschiedlichster Art. Ja, wir machen in letzter Zeit auch sehr stark Vertriebsberatung, B2B, ja, und marketingstrategische Sessions. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir in letzter Zeit uns sehr stark auf das Thema Skalierung konzentriert haben, nicht ohne Grund, denn da trennt sich häufig auch die Spreu vom Weizen, ja, umsatztechnisch und so weiter und so weiter. Und dabei ist mir letztens auch ein Video von Dirk Kräuter, da hat er jemanden interviewt, der bei ihm in der Mastermind ist, ein Schweizer, ich glaube die Firma heißt RCC, glaube ich, also sehr origineller Name, RCCCH. Würde ich euch echt mal empfehlen, also ich konsumiere ja auch nicht wirklich jedes Video von irgendwelchen Mitbewerbern oder sowas, aber Dirk Kräuter verfolge ich schon sehr, sehr lange und er ist jetzt auch nicht wirklich so ein direkter Mitbewerber von mir, ja, würde ich mal sagen, also nicht wirklich vergleichbar. Und ja, und da hat er eben jemanden interviewt und der hat wirklich ein 1A-Interview hingelegt, würde ich euch wirklich ans Herz empfehlen, also ich kann das auch gerne hier verlinken. Mir tut es überhaupt gar nichts, ja, ich weiß, dass Dirk Kräuter mich niemals in einem seiner Videos empfehlen würde oder sowas oder einer meiner Interviews. Aber mir ist es völlig Schnuppe, weil ich werde immer mein Geld verdienen. Ja, ob du jetzt halt bei der Kräuter irgendwas kaufst oder nicht, ist mir völlig Schnuppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich bin da nicht so eigen. Ja. Okay, also und diejenigen, die aus der IT-Branche sind, die werden mehr oder weniger immer wieder auch zu mir zurückkehren, weil ich halt letztendlich entweder die eine Sache ganz gut kann, ja, dass ich letztendlich unterschiedliche Welten zusammenbringe, ja, die kommerzielle Welt mit der technischen Welt. Auf der anderen Seite auch häufig auch als komplementär gebucht werde. Also Leute, die halt irgendwelche Kurse bei anderen Anbietern, Coaches und so weiter machen, dann halt zusätzlich mich auch noch buchen oder umgekehrt. Ja, also es ist letztendlich auch alles irgendwie kein Problem. Und da habe ich mir einfach nochmal, die habe ich mir gleich dreimal angeschaut, dieses Interview, und da ist mir eigentlich aufgefallen, dass man viel zu wenig, ja, die eigentliche Ursache irgendeines Problems versucht herauszufinden. Das heißt, man kämpft häufig mit den Symptomen. Okay, das ist noch relativ bekannt. Dann macht man vielleicht Reverse-Engineering-Ansätze, Reverse-Engineering-Prozesse. Das machen meine Kunden pausenlos in der Softwareentwicklung, wenn sie Probleme lösen und so weiter. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich dieses Interview angeschaut habe, war, gehen wir wirklich jedes Mal weit genug zurück? Ja. Gehen wir wirklich jedes Mal weit genug zurück? Das heißt, wir haben jetzt irgendein Problem. Ich habe zum Beispiel jetzt halt eine Herausforderung bei einem meiner Kunden, ja, SAP, Oracle, Adobe, Systemhaus etc., IT-Security-Kunden etc. in der Skalierung. Und dann schauen wir, okay, wo hat dieses Problem angefangen, ja, mit Reverse-Engineering-Ansätzen, um herauszufinden, wo ist die Wurzel des Übels. Und da ist mir nochmal so ein kleiner Aha-Effekt aufgefallen, wo ich gesagt habe, okay, gehen wir da auch wirklich jedes Mal weit genug zurück? Und dann habe ich mir jetzt mal kurz eine halbe Stunde Auszeit genommen, habe mich bei uns, wir haben so eine, das ist so eine Stiftung für ganz besondere Behinderungen, ja, bei uns hier in Sendling in München, und ein super geiles Café, und dort dürfen halt letztendlich bestimmte Menschen mit bestimmten Behinderungen eben auch arbeiten und so weiter, und es ist ganz, ganz interessanter Ort. Die haben sogar eine eigene Rösterei mit super Espresso und so weiter. Ja, also da habe ich jetzt mich. Die haben so eine coole Lounge. Ja, also gleich, falls ihr das kennt, DEKRA, bei DEKRA Akademie. Ja, Ausbildungszentrum DEKRA, gleich daneben die Kantine. Ja, davon rede ich gerade. Und da habe ich mich jetzt einfach mal hingesetzt. Ist ungefähr 10 Minuten von meinem Büro entfernt hier in Harras. Und habe mich einfach mal wirklich überlegt, so die ganzen Gespräche, die ich jetzt diese Woche hatte mit meinen Kunden und so weiter. Und häufig ist es einfach so, was das auch sozusagen, manchmal ist es, liegt auch in der Ruhe die Kraft, ne? Wenn man einfach mal eine halbe Stunde, eine Stunde nichts tut, außer einen Espresso zu genießen und einfach nur mal nachdenkt, was da teilweise an Konklusionen halt kommen, ja, wenn man einfach mal sich nicht beschäftigt die ganze Zeit im operativen Geschäft. Und versucht vielleicht auch ein bisschen an seinem Geschäft zu arbeiten, nicht nur immer zu in seinem Geschäft. Zumindest ab und zu mal. Und da reicht häufig schon eine Stunde.
Ja, eine Stunde oder zwei die Woche oder vielleicht, wenn du es dir leisten kannst, am Tag, würde ich dir sehr, sehr empfehlen. Und da ist mir aufgefallen, dass häufig die Ursache des, sagen wir mal, dass man jetzt zum Beispiel ein Kunde sagt, okay, ich habe aktuell maximal 6.000 Euro übrig für Marketing und Vertrieb als Budget im Monat. Ja. Ich möchte aber von 500.000 auf 3 Millionen skalieren. Dann ist halt 6.000 Euro im Monat etwas wenig, weil es ist ja nicht nur so, dass du einfach 6.000 Euro zu Google gibst und dann entstehen sozusagen aus 500.000 Euro 3 Millionen. Also so einfach ist es ja nicht, sondern du brauchst Leute, wenn du dich für Google entscheidest, zum Beispiel nur, dann brauchst du Leute, die Google beherrschen, die kosten auch wieder Geld und so weiter. Ne? Das heißt, dann habe ich weitergedacht, okay, wo, nochmal eine Stufe weiter, nochmal eine Stufe weiter gegraben und mich dann auch nochmal mit ein paar Leuten unterhalten, mit denen ich dieses Jahr zusammenarbeiten durfte, und dabei ist mir aufgefallen, dass häufig es nur ganz kleine, kurze, aber sehr, sehr unfassbar wichtige, sehr, sehr wichtige Momente sind, die dazu führen, dass dann letztendlich wie so ein Butterfly-Effekt, ne? Also du kennst dieses Butterfly-Prinzip, ja? Irgendwo zertrittst du einen Schmetterling und das hat löst eine Kettenreaktion aus, die du mal als normaler Mensch gar nicht mehr wahrnehmen kannst, weil eben da so viele Verkettungen dann dadurch entstehen, dass irgendwo im Südpazifik ein Krieg ausbricht. Ja, also jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, dass zum Beispiel ich in einem Gespräch mit einem Softwareentwickler, mit dem ich dieses Jahr mal ein paar Monate coachen durfte, dass er gesagt hat, naja, ich hatte da irgendwo ein Projekt und das Projekt hatte 1 Million Euro Budget und am Endeffekt ist es mir aber nur gelungen, die Hälfte davon ungefähr abzugreifen oder sogar noch weniger. Und die andere Hälfte oder die anderen 60-70% hat sich jemand anders unter den Nagel gerissen, irgendein großer Dienstleister, ne, der es eigentlich gar nicht verdient hätte, weil die einfach auch schlechte Arbeit geleistet haben. Das Ganze ist mittlerweile, dieses Zeitfenster ist natürlich jetzt vorbei, weil irgendwann merkt es auch, kommt es natürlich heraus. Schlechte Qualität wird früher oder später immer bestraft, egal wo, egal wann, egal wie. Aber es gab ein Zeitfenster, wo letztendlich mehrere hunderttausend Budget verbraten wurden. Und das eigentlich letztendlich nur, obgleich wohl wissend mein Kunde wusste, dass er den besseren Job macht, die bessere Qualität abliefert, hat er trotzdem das kleinere Stück vom Budget in diesem Softwareprojekt abbekommen. Und das sind so diese kleinen Dinge, wo man einfach, wenn man weiß, man macht einen besseren Job, es nicht schafft, häufig in der Technologiebranche, wo halt doch sehr viele Tüftler unterwegs sind, sehr viele eher introvertierte Leute, und ich weiß, von wo ich rede, ja, ich bin auch ein sehr introvertierter Mensch, gleichzeitig aber auch extrovertiert, also ich bin so quasi wie so ein Hybrid, ja, so ein Zwitter irgendwie, hängt immer vom Einzelfall ab. Aber deswegen kann ich mich in beide Welten sehr gut reindenken. Aber das sind eben so kleine Momente, denn wenn man sich da einmal nur an einer Stelle besser verkauft hätte, das ist vielleicht nur ein Gespräch gewesen oder irgendwo eine Situation, wo es darum ging, mehr Budget für sich zu sichern, ja, 500.000 Euro oder sowas, ja, auf 1-2 Jahre hingerechnet, sagen wir mal, ja, dann hättest du aufgeteilt auf die Monate 10.000-20.000 Euro in diesem ganzen Zeitraum mehr zur Verfügung gehabt, um zu reinvestieren in Marketing und Vertrieb, dann hättest du jetzt längst vielleicht die 2-3 Millionen Euro Grenze, die du dir vorgenommen hattest, erreicht. Und wenn man jetzt aber die ganze Zeit nur an den Symptomen herumdoktert oder teilweise auch quasi Reverse Engineering betreibt, zum Beispiel mich bucht für Coaching Sessions, ich aber diese kleinen, wirklich tiefgreifenden Insight-Wissen nicht habe, ja, also wenn mich jemand bucht, der mich noch nicht kennt oder sagen wir nur aus YouTube kennt, dann erzählt er mir vielleicht nicht jetzt sofort gleich die ganzen kompletten Insights von allen möglichen Dingen, die in den letzten 2 Jahren passiert sind. Das kriegt man erst so nach Wochen, Monaten irgendwie vielleicht mal mit, ja, wenn man die Beziehung warm gelaufen ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf YouTube drüber rede, dann anonymisiere ich das in einer Art und Weise, dass niemand jemals das zurückverfolgen könnte. Niemand weiß, worum es hier auch nur im Entferntesten geht und um welche Firmen. Aber vom Prinzip her ist es ganz wichtig,
dass man aufwacht und einfach tief genug, und da hat mich auch dieses Video, dieses Interview von vor 2 Tagen oder so von Dirk Kräuter mit diesen RCCCH-Kunden, Experten für Prozesse, da wieder inspiriert, dieses Video zu machen, weil ich da eben sozusagen connect the dots, ja, letztendlich, wie gesagt, ja, genau that's it, ja. Man muss tief genug graben, tief genug diesen Reverse-Engineering-Prozess machen, um dann wirklich an die Wurzel des Übels herankommen zu kommen und wirklich zu verstehen, okay, es sind vielleicht manchmal nur 1-2 kleine Momente, die dann letztendlich dazu führen oder nicht führen, einen riesigen Impact dann eben zu haben oder nicht zu haben. In dem Fall in Sachen Umsatz. Ja. Und das baut alles aufeinander auf. Das heißt, ja, dann wäre ich jetzt auf einer Stufe von 2-3 Millionen anstelle 500.000, dann könnte ich jetzt schon wieder die nächste Stufe ansteuern und so weiter. Und da natürlich Zeit Geld ist und die meisten meiner Kunden oder ich zumindest auch schon fortgeschrittenen Alters sind, das haben wir auch nicht ewig viel Zeit mehr übrig. Ja? Deswegen sind das unfassbar wichtige Dinge, ja, über die man sich vielleicht Gedanken machen sollte. Und da lohnt es sich manchmal, sich einfach ganz in Ruhe in ein abgeschiedenes Café zu setzen, mal eine Stunde, und nichts zu tun. Auch kein Handy. Ich habe dann in diesem Café gesehen, dort kann man sich auch was Gutes zu essen kaufen. Und dann waren da vor mir 2 Gäste, die haben sich dann eine Gnocchi bestellt und eine Grießnockerlsuppe. Ja. Und dann saßen die so dort und haben so ihre Grießnockerlsuppe und ihre Gnocchi gegessen. Mit der rechten Hand, wo ich jetzt das Mikro halte, haben sie die Gabel gehabt und haben gegessen. Und mit der linken Hand haben sie ihr Handy gehabt und dort irgendwas rumgemacht. So haben die gegessen. Ja. Also krank, wirklich krank sind die Leute schon teilweise. Ja. Unfassbar, unfassbar. Ja. Wenn du nicht fähig bist, dein Handy mal in der Hose zu oder mal auf stumm zu schalten für eine Stunde, ja, lass es im Büro, lass es zu Hause, setz dich in Ruhe in den Café und denk einfach nur nach, reflektier. Okay, wenn du nichts weiter sonst mitgenommen hast, dann nimm das mit. Allein dieser Tipp ist Gold wert in der heutigen Zeit. Allein dieser Tipp 2 Millionen, 3 Millionen Euro wert sein. Bis dahin, dein Thomas Klein, und trag dich bei mir gerne mal auf eine kostenlose Strategiesession ein. Vielleicht kann ich dir irgendwie weiterhelfen. Dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Ansonsten Daumen hoch, gib dem Video mal ein Like, wenn es dir irgendwie in anderer Weise, auch nur in irgendeiner kleinsten Weise weitergeholfen hat. Ich nehme mir viele Zeit und damit auch Geld und Mühe und Energie in die Hand, hier diese Videos zu machen, um Leuten weiterzuhelfen, gratis, kostenlos hier auf YouTube. Dann gib dem Video wenigstens einen Daumen hoch und teil's mit deinen Leuten, mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen und so weiter, wenn du es gerne möchtest. Und abonniere den Kanal nicht vergessen. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao. Happy Hunting.